Ich begrüße Sie sehr. Ich freue mich, dass wir nach langen Corona-Einschränkungen jetzt auch wieder die Möglichkeit haben, so ein Künstlergespräch zu machen. Und dieser Ausstellung von Jenny Michel. Ich grüße Jenny natürlich sehr herzlich, die Künstlerin dieser Ausstellung. Ich freue mich aber auch, dass Ludwig Seifert sich bereit erklärt hat, dieses Gespräch hier zu moderieren. Er ist Kurator, Kunstwissenschaftler und auch uns auch schon lange verbunden. Der hat ja schon viele Texte für Jenny geschrieben und ist also mit ihrem Werk auch sehr vertraut. Und wir haben uns entschlossen, einfach weil diese Rauminstallation jetzt auch so viel Platz nimmt, das Künstlergespräch eher in Form eines Ausstellungsrundgangs zu machen, wo Sie immer die Gelegenheit haben, also auch Fragen zu stellen und sich also auch mit einzubringen. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier dieses Gespräch mit Jenny Michel machen zu können. Wir kennen uns schon eine Weile. Ich bin sozusagen einigermaßen dadurch auch mit deinem Werk vertraut, aber alles kenne ich halt auch nicht, weil es gibt hier ja auch zum Beispiel neue Arbeiten und da das natürlich für mich jetzt auch sehr am spannendsten ist, auch mal was über die aktuelle Arbeit, die ich hier zum ersten Mal sehe und die auch der Ausstellung den Titel gebe, zu erfahren. Leaves of Eden versus Fleur de Mal. Leaves of Eden ist ein Begriff eigentlich aus dem hebräischen Teil der Bibel. Es gibt dort eben diese Leaves of Eden, also heilbringende Kräuter aus dem Garten Eden. Dem gegenübergestellt die Fleur de Mal, ein Gedichtbandtitel von Baudelaire. Wir fangen vielleicht mal bei der Installation an. Was hier sich so halb organisch, halb technisch durch den Raum zieht, sind eigentlich aus einem technischen Schaltplan entnommene Schraubensymbole, die aber hier durch diese Art und Weise zu kleine Lebewesen wirken. Die haben auch so etwas wie so ein Auge drin. Also es sind vielleicht so ein seltsames Symbol, mit dem man nicht so richtig was anfangen kann. Die passen genau in diesen Wabendraht, den ich benutzt habe. Und zusammen bilden die eben diese Partikelwolke, die abweisend, fragil abweisend wirkt und sich eben in diesen anderen Teil hinein bewegt. Dieser zweite Teil besteht aus Papierskulpturen, also das ist bedrucktes Japanpapier, bedruckt mit wissenschaftlichen Zeichen und die sind so teilweise auf dem Boden, teilweise auch stranguliert an Klebstreifen. Und das Interessante an den Klebstreifen ist, dass ich die über Jahre hinweg von Bauzäunen sammle. Es gibt natürlich auf der einen Seite diesen postanthropozentrischen Blickwinkel, das heißt, in der ganzen Ausstellung gibt es eigentlich, also treten Menschen eher durch ihre Zeichen als durch ihre Hinterlassenschaften auf. Sind sozusagen zeichenhaft, aber auch sozusagen so der Abfall, also der zivilisatorische Abfall, der sich hier zu neuen Formen zusammenfindet. Der Begriff Abfall suggeriert ja auch, dass es auch sehr viel mit Spuren zu tun hat, die irgendwie hinterlassen werden, nicht? Und da sozusagen Zeitdimensionen gewissermaßen suggerierst, die ja jetzt objektiv gar nicht vorhanden sind. Abfall, etwas, was von uns abfällt, was wir hinter uns herziehen. Auch Archäologie beschäftigt sich ja eigentlich mit dem Abfall, also mit dem sehr alten Abfall, also sehr alten Hinterlassenschaften und versucht, dahingehend was rauszufinden. So könnte man das vielleicht auch sehen, also wie sozusagen eine zukünftige Zivilisation was herausfinden könnte über unsere Zeichen. Das heißt, der Inhalt ist schon eingeschrieben und wird sozusagen durch Neukombination immer wieder neu dekliniert. Und das sieht man eigentlich, also das mache ich eigentlich bei allen Arbeiten. Ich denke, naja, wir leben ja auch eben jetzt sozusagen in einem Zeitalter, wo wir ständig mit Informationen sozusagen überfrachtet werden, die aber sozusagen dann gespeichert, sozusagen im digitalen Raum gespeichert werden. Ist das auch für dich so ein Antrieb, jetzt so eine Arbeit zu machen, bei der jetzt vielleicht auch etwas, ja auch fast so materiell spürbar wird, was jetzt sich normalerweise eigentlich der direkten Wahrnehmung entzieht?
Ja, ich glaube schon, obwohl ich den, das, was du zuerst gesagt hast, nämlich diese Überfrachtung von Wissen, ich nenne es gerne Information, also Überfrachtung von Informationspartikelchen eigentlich eine viel größere Rolle spielt. Also immer wieder Umschichtung von Informationen wird natürlich Information an sich auch in Frage gestellt, beziehungsweise für mich eher unser Umgang damit. Und das, finde ich, ist gerade in der letzten Zeit eklatant spürbar geworden, dass es auch eine Unsicherheit mit sich bringt. Also Zeichen, auf die man sich nicht mehr verlassen kann, Zeichen, um deren Deutungshoheit gekämpft wird und die aber auch immer schnelleren Verfall sozusagen entgegenstehen. Also Zeichen, die immer wieder neu gelesen werden müssen und zu auch einer Unsicherheit des Lesens führen. Wir, ich auch, haben immer einen Wunsch, was einzuordnen, was in eine Form zu bringen und die Welt die macht immer das Gegenteil. Ich glaube, wir sollten jetzt mal. Wir gehen jetzt mal rüber. Ja, jetzt stehen wir hier vor einer Arbeit, die so groß ist, dass Sie trotzdem die Arbeit alle noch weitgehend sehen können, auch wenn wir davor stehen. Der Name der Arbeit ist Exit. Also ich habe jahrelang verschiedene Utopien gelesen, gesammelt. Und sie sind so in Fetzen, wie ich das gerne mache, labyrinthisch eben sozusagen auf dieses Gerüst gedruckt und eben auch zusätzlich noch mit diesem undurchdringlichen Dickicht an Flucht- und Rettungsplänen versehen. Genau, und es geht hier um so ein bisschen um diese Korsett-Idee, also so einen eigentlichen Korsett an Plänen, die liegt so auf so einem Korsett an Inhalten vielleicht, denen wir auch irgendwie, dass uns vielleicht gefangen hält oder so. Ja. Ich finde, das ist auch etwas, wenn man das mal gesehen hat, das bleibt einem auch sofort hängen. Ich finde, weil es einfach, also dass die Bilder, die du schaffst, ja auch durchaus, dass sie auch mal wieder sehr einprägsam sind und sozusagen sich als Bild einprägen, ohne dass man jetzt diese ganze Struktur auch nur ansatzweise im Einzelnen erfassen könnte. Nicht? Es gibt hier zusätzlich noch was auch in meinen Arbeiten mehr oder weniger oft zu erfahren ist, so ein Zoom-Faktor. Also Arbeiten funktionieren auf verschiedenen Ebenen, da lässt sich das ganz gut zeigen. Das heißt, es gibt ein Bild, wenn man sich das von Weitem anschaut, und man kann aber immer näher rangehen und immer mehr entdecken. So ist es auch gedacht, dass Sachen auch sich so ein bisschen entziehen. Also es wirkt erst als Bild und es zerfällt aber, hat immer so ein bisschen die Tendenz zu zerfallen, wenn man näher hinschaut. Wie eben auch bei in der Teilchenphysik. Ne? Also die Materie ist dann, je weiter man reinzoomt, desto mehr zerfällt alles, dass eigentlich gar nichts mehr da ist. Also in dem nächsten Raum werden wir zum Beispiel diese ausgelöschten Buchseiten sehen. Hidden Encyclopedia heißt das. Und die gibt es so kleine, es sind manchmal gerahmt, manchmal ungerahmt, die hängen so zwischen den Arbeiten als kleine Fußnoten. Und der letzte Werkkomplex, How We Move Through Time and Space, sind von mir abfotografierte verlassene Orte, die ich sozusagen bearbeitet habe, umgearbeitet habe, verändert habe, überzeichnet habe, also sozusagen eigentlich nur eine Collage entwickelt, allerdings mit Drucktechniken und Zeichnungen. Das sind ja so die am stärksten so quasi so auch ja diese Räume, auch so dystopische Räume, ist ja schon denken, wie sie auch dann schon in der Kunstgeschichte auch imaginiert wurden. Also es gibt ganz viel eben Zeichensysteme in meiner Arbeit und ich hatte jetzt eben angefangen, die tatsächlich zu so unmöglichen Architekturen zusammenzubauen, zusammenzudrucken, und sie treffen eben auch hier auf so Materialfragmente, auf meine eigenen Gedanken, auf Sachen, die ich reinzeichne noch, auf eben wie bei den Kleinen, auf diese ganz zarten Japan-Papiere, die sich wie so eine zweite Schicht, wie so Organismen drüber legen. Das eherne Wissen im Regal gibt es ja nicht mehr, weil sich alles eben so schnell dreht. Ich finde einfach diese Unsicherheit, dieses Schwebende, was damit einherkommt, finde ich total interessant, deswegen auch dieses schwebende Wissen. Und
Natürlich spielt es auch ein bisschen damit, also dieses labyrinthische, dickichtartige meiner Arbeit. Ja, das sind ja auch so mit Metaphoriken, die dann verwendet werden, um sich etwas vorzustellen, also um ein visuelles Vorstellungsbild zu haben. Also wo dann auch Sachen sich, also dann dich wieder besonders interessiert, wo eigentlich das Physikalische, was man vielleicht eigentlich noch bis zu einem gewissen Grad auch sinnlich erfahren kann, sich dann auch eigentlich der gewohnten Sichtbarkeit oder mit dem menschlichen Sinn Erfahrbarkeit auch wieder komplett dann entzieht, ne? Es sind auch zwei völlig verschiedene Gebiete. Also ich interessiere mich eigentlich in philosophischer Art und Weise für Sachen. Und da ist natürlich die theoretische Physik näher als so das Ingenieurswesen, wo man ja doch sehr trocken dann mit irgendwelchen Schaltkreisen umgehen muss. Und Schaltkreisen ja bei dir, tauchen ja bei dir auch auf. Als Bild. Aber sie werden dann sozusagen richtig ja auch fast wie so. Die sehen ja auch so aus, als ob es schon der Zahn der Zeit an ihnen genagt hat. Klar, auf jeden Fall, darum geht es eigentlich. Letztendlich ist das alles ein bisschen wie so eine Science-Fiction-Geschichte von einer Welt, wo es eben keine Menschen mehr gibt, sondern nur noch in den Zeichen und Hinterlassenschaften sichtbar bleiben sind. Herzlichen Dank für den Aufstellungsprozess. Gerne. Das haben wir dort gemacht.